Erste gemeinsame Nacht, kann Brian Jelizkuk punkten? Kann Brian Jelizkuk, 29, von sich überzeugen? Die Reality-TV-Persönlichkeit kam in der Megloff-Ferigloff-Villa bereits einigen Männern näher. Sowohl Max als auch Yannick Kontalis konnten bereits einen Kuss von der Influencerin ergattern. Letzterem wurde sogar die Ehre zuteil, eine gemeinsame Nacht mit der gebürtigen Hannoveranerin zu verbringen, Kuscheleinheiten inklusive. Nun steht für Jelitz bereits das zweite Übernachtungsdate an, doch kann Brian bei ihr punkten? In der neuen Folge entscheidet sich die 29-Jährige dazu, mit dem gelernten Schlosser die Nacht zu verbringen, doch so richtig scheint es zwischen ihnen nicht zu funken. Ich hatte gehofft, dass Brian interessantere Gespräche hat, gibt Jelitz im Einzelinterview Eich zu. Dass der 32-Jährige ein sehr routinierter Mensch ist, passe mit dem Lebensstil der Bachelor-Beauty zudem einfach nicht zusammen, Brian ist sehr perfektionistisch. Und ich habe eine kleine Tochter, da fliegt das Essen durch die Gegend, da liegt mal eine Windel irgendwo auf dem Boden. Bei mir ist es halt alles andere als perfekt. Anführungszeichen. Auch im Bett werden Jelitz und Brian nicht so richtig warm miteinander. Bei dem Personaltrainer und der Beauty kommt es nicht einmal zum Kuss. Doch das scheint die ehemalige Kampf der Reality-Stars-Teilnehmerin nicht sonderlich zu stören. Für mich war es völlig in Ordnung, dass wir uns nicht geküsst haben, erklärt sie danach ihre Haltung. Megloff, Ferigloff ab 29. 12. jeden Donnerstag bei RTL+.